Zum zweiten Mal reisen wir in eine längst vergangene Zeit vor unserer Zeitzählung. Auf unserer Weltreise durch die Kunst müssen wir unbedingt auch die Pyramiden in Ägypten besuchen. Sicher weißt du genau, wie sie aussehen. Mitten in der Wüste unter glühender Sonne stehen sie, die Spitze hoch in Richtung Himmel ragend. Sicher weißt du auch, dass die Pyramiden Gräber für die Pharaonen waren, die ägyptischen Könige. Aber so ganz stimmt das nicht, denn es sind nur Scheingräber. In diesen Gräbern liegen keine Toten, sondern ein Denkmal, das an die Toten erinnern soll. Die Pyramiden und Scheingräber sollen auch zeigen, wie viel Macht und Reichtum der Verstorbene hatte. Da der Pharao die wichtigste Person war, hat er natürlich die größte Pyramide bekommen. Doch wie haben es die Menschen geschafft, so viele Steine in die Wüste zu tragen? Zu dieser Zeit gab es doch noch keine Kräne oder Bagger. Die Pyramiden sind alle in der Nähe des Flusses Nil gebaut worden. Die Steine wurden auf Schiffen entlang des Flusses zur Baustelle transportiert, dann zogen viele Arbeiter die Steine über eine Rampe zur Baustelle. Es wird vermutet, dass bis zu 8000 Menschen gleichzeitig auf der Baustelle gearbeitet haben. Kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen das sind? Wie viele Schüler gibt es in deiner Schule? Doch wie konnten die Arbeiter die tonnenschweren Steine in die Höhe schleppen? Wir wissen es nicht. Die Forscher, also die Archäologen, suchen immer noch nach Erklärungen.